Um dem feuchtkühlen Frühherbst etwas zu entfliehen, mache ich mir einen gemütlichen Abend. Meine Lektüre? Pilzbücher aus Großvaters Zeiten. Zu lesen sind sie wie eine Kuriositätensammlung. Pilznamen von abstrus bis kurios. Zitterzahn, Strubelkopf, Schmetterlingstramete oder rötlicher Gallerttrichter. Der rötliche Gallerttrichter, ein Pilz wie aus Gelatine. Wenn er in Gruppen wächst, könnte man meinen, jemand habe Mandarinenschalen in den Wald geworfen. Die Außenseiter unter den Pilzen haben es mir sofort angetan. Edle Speisepilze, wie etwa den Steinpilz, lasse ich mittlerweile links liegen. Über die unscheinbaren und verschmähten möchte ich mehr wissen. Glimmerschüppling, dorniger Stachelbart, Klapperschwamm, Flamingoschneckling. Fündig werde ich in einem Bergwald. Eine kleine Kolonie von Birnenstäublingen hat diesen zerbelnden Baum angezapft. Ihr glatzköpfiger Auftritt ist innerhalb der Familie eine Ausnahme. Dass es auch anders geht, beweist ihr kleiner Vetter, der Flaschenstäubling. So groß wie ein Frühstücksbrötchen wird der Kartoffelbobbist. Doch was wir sehen und gemeinhin als Pilz bezeichnen, ist nur dessen Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz steckt im Boden, in Form eines feinen, weit verzweigten Pilzgeflechtes. Helmling, Schwefelkopf, Tintenfischpilz, klebriger Hörnling, Korallenpilz und Zapfenrübling. Die Sonderlinge im Herbstwald mit ihrer ganz eigenen Ästhetik. Auf meiner Suche nach weiteren Pilzkuriositäten habe ich in einem dunklen Waldabschnitt einen grausigen Fund gemacht. Mumien. Das Vorratslager einer Kreuzspinne. Lunchpäckli im Überfluss, zum Teil sogar lebend konserviert. Die Spinne könnte ihr Netz strategisch nicht idealer positionieren. Sie hat es genau in der Anflugsschneise zu einem bestialisch übelriechenden Pilz aufgespannt. Die Stinkmorchel. Von Fliegen umschwärmt, von Schnecken und selbst von Mistkäfern heiß begehrt, dem Gestank zum Trotz oder besser gesagt, gerade wegen des Gestanks. Als Jungpilz riecht die Stinkmorchel noch nicht nach Verwestem. Auch hat sie eine ganz andere Gestalt. Das Hexenei. Daraus wächst über Nacht der eigenwillige Pilzkörper, in frischem Zustand umhüllt von einer schleimigen Sporenmasse. Auf diese sind Insekten besonders scharf. Das Aussehen der Stinkmorchel ist nicht ganz jugendfrei. Selbst Fachleute nennen sie schamlos Phallus impudicus. Ein Schlingel, wer sich Böses dabei denkt.